Das Ende der Comdirect Bank, ihr habt es schon mitbekommen. Was heißt das jetzt genau für uns Kunden und auch für die Aktionäre? Ich habe es mir mal angeschaut und werde es euch ganz kurz zusammenfassen. Die Comdirect Bank ist ja eine eigenständige Tochter der Commerzbank gewesen und ist nun aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung der Comdirect endgültig von der Commerzbank geschluckt worden. Entsprechend sieht es jetzt folgendermaßen aus für die Kunden und auch für die Aktionäre. Für die Aktionäre ist es so, dass für das Jahr 2019 keine Mindestdividende ausgeschüttet werden soll und für die Minderheitsaktionäre eine Erstattung der Einzelaktien für 12,75 Euro stattfinden soll, wofür es deutliche Beschwerden gab. Für die Kunden soll sich vorerst nichts ändern. Ebenfalls an dem Leistungs- und Produktangebot soll sich für die Kunden nichts ändern. Und da liegt die Betonung wirklich auf vorerst. Das ist auch ausdrücklich auf der Website erwähnt. Das stellt den einen oder anderen wahrscheinlich skeptisch. Ich war auch anfangs ein bisschen skeptisch und habe dann gedacht, okay, wie geht das jetzt weiter? Aber ich bin mittlerweile wieder sehr positiv gestellt. Man konnte sich ja schon relativ dran gewöhnen. Es war ja schon im März 2020, also diesen Jahres, angekündigt, dass es so sein wird. Und wir müssen jetzt einfach positiv sein, weiterschauen. Ich zahle weiter ein, ich behalte weiter mein Depot und sehe positiv in die Zukunft und denke, das wird hier funktionieren. Ich wünsche euch ebenfalls genügend Geduld, bleibt dabei, lasst euch nicht entmutigen und ich denke, das wird alles gut. Die Comdirect hat nämlich ebenfalls auf der Website geschrieben, dass sie weiterhin alles dafür tun werden, um die Kunden zu begeistern und weiterhin bei sich zu behalten. Und ich denke, so wird es auch weitergehen. Macht's gut.